Hallo liebe Freunde, der Trend bei Websites geht zu längeren Seiten. Früher hat man eher kurze gemacht und dann haben die Besucher öfters geklickt. Aber heutzutage wollen die Leute eher wischen auf ihren mobilen Endgeräten. Und auch Google schätzt lange Inhalte sehr. Also man sagt ja auch, dass wenn man in Google nach oben kommen will, dass man lange Inhalte braucht und eben mit kurzen Inhalten nicht mehr so viel gewinnen kann. Jetzt ist es aber so, dass der Besucher bei langen Inhalten natürlich erstmal keine so richtige Übersicht hat. Um was geht es eigentlich in dem Text? Lohnt es sich überhaupt, den Text zu lesen? Und dafür ist es gut, wenn wir ein Inhaltsverzeichnis haben. Das ist eben für den Besucher super, um sich erstmal zu orientieren für den langen Text. Und auch für Google ist es toll, weil Google dann auch sieht, wie ist die Struktur des Textes, ja, um was geht es genau. Und deshalb ist es sehr wertvoll und wir schauen uns das jetzt mal an. Wir schauen, wie macht man das? Wir schauen, worauf muss man vielleicht achten und welche Tools gibt es dafür? Viel Spaß! So, wir sind hier auf einer Seite und sehen hier eben, das ist jetzt eine Seite, die ist jetzt zwar nicht super lang, aber doch lang genug, damit man so ein Inhaltsverzeichnis machen kann. Die Seite ist hier jetzt mit Elementor gemacht und hier seht ihr einfach, habe ich ein Element benutzt von Elementor. Wenn ihr da reingeht, seht ihr einfach Table of Content, so nennt sich das. Bei Elementor gibt es das, glaube ich, standardmäßig in der freien Version. Gehe ich jetzt mal davon aus. Hier habe ich nochmal eins von Ultimate Add-ons for Elementor, ein Add-on für Elementor, was ich sehr empfehlen kann. Da mache ich vielleicht an anderer Stelle mal nochmal ein Video dazu. Und ja, so sieht es dann einfach aus. Wenn wir mal reingehen, ist es einfach so, wir können hier einen Titel vergeben und wir können sagen, bitte benutze bestimmte Überschriften dazu. Zum Beispiel jetzt in dem Fall H2 und H3. Also soll hier nur H2 und H3 angezeigt werden, weil ich will jetzt nicht, dass hier nochmal die Überschrift erster Ordnung auftaucht. Man kann hier auch noch das Ganze collapsible machen. Das heißt, hier so einen Pfeil hin machen, dass man das auf und zu machen kann. Finde ich jetzt allerdings nicht so wichtig. Manchmal sieht man das, dass solche Inhaltsverzeichnisse dann hier fixiert werden an der Seite. Das habe ich auch oft gemacht, aber auch da habe ich wie so oft festgestellt, dass einfache Lösungen gut sind und die einfachste Lösung heißt einfach immer im Inhalt. Fertig. So, was haben wir hier noch? Ja klar, können wir dann entsprechend alles gestalten, entsprechend, das ist ja klar. Und wenn wir es uns eben angucken, haben wir hier eben dann die Möglichkeit, entsprechend dahin zu springen, wo wir wollen. Und der Besucher hat eine Übersicht und Google hat lokale Anker im Grunde genommen. Also das sind lokale Anker, das sind Verlinkungen und auch das hilft uns sogar für das Thema Suchmaschinenoptimierung. Es hilft uns natürlich auf mehrfache Weise, weil der Besucher hat mehr Lust, die Inhalte auch zu lesen, bleibt deshalb länger auf unserer Seite. Aber auch die lokalen Anker sind gut, weil damit ja der Inhalt sozusagen mit den lokalen Ankern auch genauer definiert wird und Google sogar Links zur Verfügung hat. Okay, das war jetzt die Vorstellung von Elementor. Ein Schwachpunkt finde ich bei dem Elementor Table of Content oder Inhaltsverzeichnis, dass hier, wenn ihr hier drauf geht, zum Beispiel auf Page Builder, dann seht ihr, dass die URL oben immer noch die gleiche ist. Also oder hier Hosting der Website, da passiert mit der URL nichts. Das bedeutet, wir können nicht von anderen Seiten an diesen bestimmten Ort springen. Also wenn wir zum Beispiel hierhin springen wollten, dann bräuchten wir ja einen lokalen Anker und den können wir hier von anderen Seiten aus nicht anspringen. Deswegen stelle ich euch jetzt noch ein Tool vor, das heißt Easy Table of Contents. Ist ein großartiges Plugin und das
bietet eben genau das, dass wir an lokale Anker dann auch springen können. Und es ist auch unabhängig vom Page Builder. Das heißt, wenn ihr nicht den Elementor habt, dann könnt ihr natürlich schauen, zum Beispiel bei Divi oder beim Beaver Builder oder bei Gutenberg, was gibt es da für Elemente oder was gibt es da für Tools dafür. Aber ihr könnt auch das hier verwenden und das geht eben für alle. Jetzt schauen wir uns das mal an. Und zwar gehe ich mal in die Konfiguration rein, Table of Contents. Und das Ganze sieht hier so aus, dass man erstmal sagen kann, okay, für welche Inhalte wollen wir das überhaupt aktivieren? Zum Beispiel für Beiträge und Seiten. Macht natürlich Sinn, wenn man lange Bloginhalte hat oder auch lange Seiten. Dann macht es Sinn. Und dann kann man hier sagen, an welcher Position soll das Inhaltsverzeichnis erscheinen? Da mache ich zum Beispiel immer gerne nach der ersten Überschrift. Da hat man H1 und dann danach entsprechend die anderen Überschriften. Und ich persönlich mache es so, dass ich das nicht standardmäßig einblende, sondern ich mache es für jede einzelne Seite. Da, wo ich es brauche, blende ich es ein. Das zeige ich euch nachher gleich. Weil hier könnte man natürlich auch sagen, ich binde es immer ein, wenn mehr als vier oder mehr Überschriften vorhanden sind, ist natürlich auch ganz cool, weil man dann natürlich davon ausgehen kann, dass der Inhalt lang ist und dann wird automatisch das Inhaltsverzeichnis erstellt. Trotzdem mache ich es meistens so, dass ich einfach das pro Inhalt entsprechend festlege. Genau, dann kann man das wunderbar gestalten auch. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern ich hole mir jetzt nochmal diesen Inhalt her und ich lasse einfach mal dieses Inhaltsverzeichnis von Elementor drin und mache jetzt zusätzlich, gehe ich jetzt mal auf Seite bearbeiten und aktiviere jetzt dieses neue Inhaltsverzeichnis hier. Sag aktualisieren und schau mir das an. Und jetzt seht ihr eben von diesem Plugin Easy Table of Contents dieses Inhaltsverzeichnis. Kann man hier auch auf und zu machen. Und das Besondere ist jetzt, wenn ich jetzt hinspringe auf zum Beispiel auf Hosting der Website, dann seht ihr hier, da wird automatisch ein lokaler Anker erstellt. Das heißt, ich kann jederzeit direkt an diesen Ort springen. Jetzt mal zum Beispiel einen neuen Tab aufmachen, gebe das ein und bin dann automatisch gleich am rechten Fleck hier. So, das ist eben der Vorteil von Easy Table of Contents, warum ich es auch immer mal wieder gerne benutze oder benutzen muss, wenn man zum Beispiel eine Website baut, die sehr lange Texte hat und wo man an bestimmten anderen Stellen der Website auf diesen Ort verweisen will, dann ist es einfach die beste Lösung. So, jetzt habe ich euch einfach das mal gezeigt, wie das geht. Ich würde euch sehr empfehlen, für lange Inhalte so ein Inhaltsverzeichnis, dieses Table of Content, zu benutzen. Das hilft dem Besucher, das hilft Google, das hilft euch und damit sind alle glücklich.